ich verzichte komplett auf Süßigkeiten. Ich verbanne alles. Süßigkeiten sind weg. Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Heute wieder mit einem spannenden Thema, sehr spannendes Thema. Sehr spannendes, muss man gucken, dass ich das richtige Thema wähle. Ich habe immer meinen kleinen Spickzettel dabei. Yes, heute geht es um die Frage, um die spannende Frage, beziehungsweise ich frage nicht, sondern ich antworte, weil es ist immer wieder so ein Thema, das für viele Menschen sehr spannend ist. Ich glaube, am besten, ich male es euch an die Wand, beziehungsweise an die Tafel. Spannendes Wort, warum? Weil dieses Wort ist ein Wort, das für viele Menschen mit Glückseligkeit, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Entspanntheit in Verbindung steht, einerseits. Aber auf der anderen Seite ist auch für viele Menschen ein ganz schwerer Stressmoment, mit ganz viel Stress verbunden. Und zwar folgendes Wort. Achtung. Es fängt mit S an, geht mit Ü weiter. Und dann kommt das scharfe S. Und dann kommt ein I. Und dann kommt ein G. Und dann kommt ein K. Und dann kommt ein I. Und dann haben wir noch ein D. Und haben wir noch E. Und haben wir noch ein Süßigkeiten, Freunde. Süßigkeiten. So. Was will ich euch damit sagen zum Thema Süßigkeiten? Ich erlebe es natürlich sehr, sehr häufig in meiner Beratung. Menschen kommen, die schon lange endlich mal zu mir wollen und sich endlich entschlossen haben, sagen, so Andreas, es geht so nicht mehr weiter. Ich bin mit meinem Spiegelbild und mit meiner Fitness bin ich überhaupt nicht mehr einverstanden. Ich betreibe jetzt schon 20 Jahre Schindluder, guck mich an, es funktioniert nicht mehr. Viele Dinge sind einfach nicht mehr möglich. Ich habe 20 Kilo Übergewicht, 25 Kilo Übergewicht, 10 Kilo Übergewicht, Männlein, Weiblein. Viele schon zwischenzeitlich über 40, 50 Jahre alt und die kommen dann zu mir und sagen, ich will endlich eine Änderung. Und das Erste, was ich mache, weißt du was? Ich verzichte komplett auf Süßigkeiten. Ich esse nie mehr in meinem Leben Süßigkeiten. Ich verbanne alles. Süßigkeiten sind weg. Was erwartet ihr jetzt von mir als Antwort? Die meisten denken ja, Mr. T, der ist so streng, Mr. T, der ist so diszipliniert, der sagt, gute Idee. Nein, es ist keine gute Idee. Wisst ihr, warum es keine gute Idee ist? Aus einem einfachen Grund, weil so eine Maßnahme sowieso nicht haltbar ist. Das heißt, wir werden, 99,9% der Menschheit wird nicht auf Süßigkeiten sein ganzes Leben lang verzichten. Das funktioniert nicht. Ihr kennt es selber, wenn was verboten wird, dann wird es natürlich automatisch interessanter. Wir können es eine gewisse Zeit lang unterdrücken. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann überfällt es uns dann und dann passiert Folgendes. Wir essen viel, viel mehr Süßigkeiten, als wir essen sollten. Das heißt, der Knoten ist geplatzt, dann sind wir wieder voll im alten Schema. Es wird wieder ordentlich Süßigkeiten gegessen, jeden Tag, jede Woche. Alle möglichen Mengen, alle möglichen Sachen. Somit macht es überhaupt keinen Sinn, sich die Süßigkeiten zu verbieten. Am allerwichtigsten ist, dass ich erstmal mir nichts verbiete, sondern dass ich lerne, mit diesen Dingen umzugehen, mit Süßigkeiten umzugehen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, von einer Schachtel zu machen und sagen, da ist meine Schokolade drin für die ganze Woche, oder ein kleines Ritual zu sagen, oh, weißt du was, jeden zweiten Nachmittag setze ich mich hin, trinke einen schönen Kaffee, Espresso und esse dazu zwei, drei Stückchen Schokolade. Genieße die Schokolade. Ich schlinge sie nicht, ich genieße. Oder ich nehme die Schokolade, mache sie in Tiefkühltruhe, gefriere das Ganze, lutsche die Schokolade nach und habe zwei, drei Minuten mit einem Rippchen Schokolade ganz viel Geschmack im Mund. Oder ich nehme Gummibärchen, lasse sie hart werden und nehme einfach abends, wenn ich mich hinsetze, wenn ich zur Ruhe komme, nehme ich 5, 6, 7 Gummibärchen hart und gefroren zum Beispiel in den Mund und lutsche die Gummibärchen. Und da habe ich 4, 5 Minuten wahnsinnig viel Geschmack im Mund. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr Schokolade aufmacht, reinbeißen, runterschlucken, eine Tafel ist ruckzuck weg. Wenn ich sie lutsche, wenn sie kalt war, habe ich viel mehr davon. Das ist eine Möglichkeit.
Verantwortung übernehmen. Rituale draus machen, sagen, ja, am Sonntagnachmittag setze ich mich hin, ich trinke einen schönen Kaffee und ich esse ein Stückchen guten, leckeren Kuchen. Ja, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem. Das Problem wird erst dann, wenn es zu häufig wird, das Problem wird dann, wenn wir es als sehr negativ sehen und natürlich uns immer selbst bestrafen, sagen, du warst jetzt wieder nicht diszipliniert, du hast Kuchen gegessen, du hast Schokolade gegessen. Das gibt es als Selbstläufer. Irgendwann streichen wir das im Gehirn, wir sind dann nicht mehr böse auf uns und schieben nur noch ordentlich Süßigkeiten rein. So, jetzt noch ein paar Tricks, noch ein paar Taktiken, auf was man Acht geben sollte, wenn es ums Thema Süßigkeiten geht. Ganz einfach, wer gut frühstückt, wer gut zu Mittag isst und wer gut zu Abend, das heißt gesundes Essen zu sich führt, wer darauf achtet, dass sein Blutzuckerspiegel stabil ist, den ganzen Tag über eine etwas fettreiche Ernährung mit guten pflanzlichen Fettsäuren, der eher darauf verzichtet, auf weißes Brot, auf weiße Nudeln, auf zu kohlenhydratlastige Ernährung, der wird einen stabileren Blutzuckerspiegel aufweisen. So, also pass auf, nochmal. Wir kennen das ja schon von mir, das Thema Blutzuckerspiegel. So, wir haben hier einmal hier oben die 100%, hier unten die 0% Linie und die 100% Linie. Hier oben ist Alarm, da schreiben wir mal gleich Alarm hin. Alarm, hier oben möchten wir keinen Blutzuckerspiegel haben. Das heißt, wenn wir was essen, unten sind wir morgens und dann essen wir Cornflakes zum Beispiel. Oder einen weißen Toast, Nutella drauf mit Honig drauf, mit Marmelade drauf, 2-3 Toastzucker. Und dann geht unser Blutzuckerspiegel nach oben, schießt durch die Decke, durch die 100% Linie und was kommt? Alarm, die Bauchspeicheldrüse sagt, Freunde, zu viel Zucker, runter mit dir. Was passiert? Der Blutzuckerspiegel saust wieder in den Keller, wieder unten. Was passiert hier unten? Wieder Alarm. Alarm. So, was heißt das Alarm? Wieder was essen, am besten was Zuckerlastiges. So, wenn man das zum Frühstück praktiziert, dann haben wir in der Regel, wenn wir um 7 frühstücken, um 9.30 Uhr Zuckerhype. Dann brauche ich was Süßes. Da brauche ich Obst. Da brauche ich irgendein Nutella, Snickers, bla bla bla, was es alles gibt. Süßigkeiten. Wo stehen die rum? Ah, im Büro, da vorne steht was. Und rein damit. So, essen wir morgens was Gesundes. So, da geht der Blutzuckerspiegel hoch. Ich mache hier noch so ungefähr die 20% Linie rein. Das bezeichne ich als 20% Linie. Wenn der Blutzuckerspiegel hier unten in diesem Bereich bleibt, dann werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit viel weniger Hype so Richtung Süßigkeiten haben. Das heißt, frühstückt anständig, leckeres Vollkornbrot, ein Omelett, das Vollkornbrot belegt mit Schinken, mit Magerkäse, mit Hüttenkäse und Magenbrötchen drauf. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Vollkornbrot mit einer Scheibe Käse drauf, leckeren Magerkäse, kann auch ein fetter Käse sein. So, was passiert? Gutes Vollkornbrot, ohne Zucker. Blutzuckerspiegel geht langsam hoch und sagt langsam wieder ab. So, also, kein Hype zur Süßigkeit. Deswegen ist ein gesundes Frühstück schon mal ganz wichtig, dass wir nicht um 10 Uhr in die Zuckerfalle fallen und dann dort uns mit Süßigkeiten verstopfen. Und das gleiche gilt natürlich auch fürs Mittagessen. Mittagessen, gleiches Spiel. Eben kein weißen Reis, der schon lange gedämpft ist und der den Blutzuckerspiegel nach oben schießen lässt, aber noch rote, wenn auch noch süß-saure Soße mit dabei ist zum Beispiel. Dann keine zu weich gekochte Nudeln. Solche Sachen versuchen zu meiden, sondern eher eine Vollkornnudel, Wildreis, Naturreis, eine gebackene Kartoffel, sowas, den Kartoffelbrei eher vermeiden, dass auch hier wieder der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und langsam abfällt. So ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass ihr in die Zuckerfalle fällt, dass ihr Hype habt auf Süßigkeiten. Genau das ist auch eine Strategie, um zu verhindern, dass man zu viele Süßigkeiten isst. So, Freunde. Das war's heute zum Thema Süßigkeiten. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen dazu habt, wie ihr damit umgeht, mit dem Thema Süßigkeiten, mit dem Thema die Dosierung macht das Gift, dann bin ich gerne für eure Ratschläge offen. Unten könnt ihr reinposten. Haut mal richtig rein, bin mal gespannt, was ihr so macht, um die Süßigkeiten so gut wie möglich zu vermeiden. Freunde, das war's. Andreas Tegenbacher, Pörstern aus Karlsruhe. Zum Thema aufpassen. Süßigkeiten
nicht verbieten, sondern dosiert damit umgehen.